Hallo, liebe Motorradfreunde. Muss man das gendern? Motorradfreundinnen? Nein, wir machen das ganz neutral. Servus und schön, dass ihr mit dabei seid. Ride Online 2022. Und wie lässt sich die Motorradsaison 22 besser starten als im Freien? Und frei nach dem Motto von BMW stehen wir unter einem weiß-blauen Himmel in Bayern. Absolut. Mit dem offiziellen Sommerbotschafter von BMW Motorrad, Mike Sommer. Hallo, herzlich willkommen, lieber Guy. Schön, danke, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen, liebes Rockantenne, liebe Rockantenne, Hörerinnen und Hörer. Okay, wir halten es jetzt neutral, weil Motorradfahrer sind Biker. Herzlich sehr willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung und sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Denn ihr seid Weltmarktführer, oder? Ja, das kann man so sagen. Im Motorradsegment, nicht nur im Autosegment. Auf Platz 1 dieses Jahr auch in Deutschland. Auf Platz 1 mit großem Abstand und weltweit sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Und da freuen wir uns sehr über die Treue unserer Fans da draußen auf den BMW-Bikes. Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid bei der Ride Online. Du hast uns zwei spektakuläre Motorräder mitgebracht. Lass uns einmal hier so rumgehen und mit der R18 anfangen. Ja, sehr gerne. Ich war bei der Präsentation so vor anderthalb Jahren mit dabei. Da war ein bisschen anderes Modell. Wir sprechen gleich über die Versionen. Und die war schwarz mit dem Legendenstreifen in weiß. Und es war 100 Jahre BMW-Motorrad fast kombiniert. Ja. Tradition und ganz modern. So ist es. Ihr steigt wieder ein ins Cruiser-Segment. Erzähl uns ein bisschen was über die R18 allgemein und dann lass uns über dieses Modell sprechen. Also wir haben mit der R18 gestartet vor knapp eineinhalb Jahren, wie du gesagt hast, mit einer klassischen Variante, ohne Verkleidung, mit nur einem Rundscheinwerfer, sehr, sehr, sehr klassisch. Und mit einer Pure-Modell, Classic und Pure. Und jetzt haben wir gerade vorgestellt, dieses schöne Moped, das ist die Bagger. Und dann gibt es noch eine Transcontinental, aber diese Bagger besticht vor allem durch diese schöne große Frontverkleidung hier und durch die Hardcases hinten, die so wunderschön nach hinten sich abschmiegen sozusagen. Das ist unsere Bagger und die Transcontinental hätte dann noch das große Topcase hinten drauf, noch bequemer, ein bisschen anderer Lenker und so weiter. Und was das Rockerherz ja sehr freut, eine Marshall-Anlage. Ja, mit vier Boxen und die macht richtig Wumms, da geht richtig was. Mit vier Boxen hier bei dem Bike und bei der Transcontinental mit dem Topcase, die hat dann sogar sechs Boxen. Ja, da werden wir gleich über das Display und alles sprechen wir gleich, wenn wir gleich Rockantenne auf die Anlage einprogrammieren. Ja, unbedingt. Aber erzähl uns als erstes ein bisschen was noch über die Motorisierung. Ich meine, dieser Boxermotor ist einfach spektakulär. Man sieht den und sagt, man sagt gar nichts mehr. Ja, das ist maximal. Wow, 1,8 Liter. Riesen viel Hubraum und das ist wirklich eine Bank. Also mit dem Ding kannst du wunderbar cruisen, gleiten, aber auch ein bisschen sportlicher fahren natürlich. Über 90 PS, richtig fettes Drehmoment. Was soll man sonst noch sagen? Es ist einfach unser größter Boxermotor, den wir haben, der Big Boxer. Und wir sind mächtig stolz auf diesen tollen, tollen Motor in diesem tollen Motorrad. Und es macht riesig Spaß, den auch zu fahren. Jetzt hast du gerade schon das Wort Cruisen benutzt. Ich meine, BMW ist ja wirklich bekannt für das sportliche Fahren mit der GS, für alles, was Gelände ist. Wie wichtig war dieser, sag ich mal, Wiedereinstieg in dieses Cruiser-Segment für euch? Also ist für uns wahnsinnig wichtig, dieser Wiedereinstieg, weil wir natürlich, der Cruiser-Markt ist weltweit gesehen der größte Markt. Hier in Deutschland ist es kein ganz so großer Markt, aber vor allem natürlich für unsere Freunde in den USA ist es das größte Segment und damit weltweit für uns ein sehr bedeutendes Erfolgsmodell, auch für unsere zukünftigen Jahre. Und drum haben wir uns entschieden und auch typisch BMW-Interpretation eben mit einem Big Boxer reinzugehen, nicht mit einem V-Motor oder mit einem Reihenmotor oder mit irgendwas anderem, sondern wie wir es kennen von BMW seit fast 100 Jahren, eben mit einem Boxermotor hier auch reinzugehen und mit vier Modellen. Also wir meinen es ernst und wir wollen auch die nächsten Jahre da wirklich neue Kundengruppen auch für uns gewinnen. Ich glaube, das ist das nächste gute Stichwort, neue Kundengruppen. Aber als erstes müsst ihr ja mal, jede Marke hat so seine Hardcore-Fans, müsst ihr ja mal die überzeugen. Wie war das erste Feedback jetzt so in den ersten anderthalb Jahren von den ganz eingefleischten BMW-Motorradfahrern? Also viele kennen natürlich unsere Cruiser-Interpretation schon. Wir hatten ja schon mal eine Cruiser, eine R1200C. Das, denke ich mal, ist so knappe 20 Jahre her. Und von daher war das jetzt kein völlig neues Segment für uns. Aber wir haben es damals nicht ganz so ernst gemeint und diesmal sehr ernst und wollen es eben durchziehen.
Die Kunden hatten uns Feedback gegeben, dass sie das Fahrzeug sehr, sehr schön finden. Viele haben es auch ausprobiert und wir sehen auch, dass viele Kunden, die zum Beispiel auch eine 1200er GS fahren oder 1250er GS oder andere Modelle, die sagen, wow, jetzt muss ich nicht mehr woanders hingehen, sondern kann mir mein zweites Bike zum Cruisen, zum am Wochenende mal ein paar Meter gemütlich fahren, auch bei euch holen. Und das freut uns natürlich. Wie schaut das Fahrgefühl aus? Weil wenn wir sagen Cruisen, wir sind in eurer Heimatstadt in München, da denkt man so Leopoldstraße, einmal rauf und runter. Ich kann damit aber schon auch eine schöne Tour fahren und schön cruisen, oder? Absolut. Also du kannst beides. Du kannst natürlich die ganz kurze Wochenendrunde fahren auf der Leopoldstraße rauf und runter zum Eiscafé und wieder zurück. Ist aber auch wirklich ein alltagstaugliches Motorrad. Natürlich ist es kein supersportliches oder sehr leichtes Bike, mit dem man durch die Straße, durch die Stadt flitzen möchte. Aber es ist wirklich so, dass es auch vor allem ein tourentaugliches Motorrad ist. Gerade auch in dieser Ausführung kann man wirklich auch ein paar hundert Kilometer mal wunderbar fahren, schön nach Italien runterfahren, nach Südtirol oder wo auch immer man möchte. Also ganz easy, ganz relaxed. Wie ist das Handling? Ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe immer sehr viel Respekt vor so großen Motorrädern. Denke mir so, kann ich die halten? Mhm. Kriege ich das alles hin? Aber meistens, wenn man dann losfährt, sind die richtig smooth. Ist es mit der R18 auch so? Sobald mal die Kräfte wirken und du weißt es ja, egal wie schwer das Motorrad ist, wenn das mal rollt, dann rollt's. Und das ist auch bei der R18 so. Das ist natürlich schon ein nicht ganz leichtes Motorrad. Aber sobald du einmal in Bewegung bist, ist es wirklich super, super leicht handelbar. Und wir haben auch viele Einsteiger und auch Wiedereinsteiger nach vielen, vielen Jahren, die dann auf dieses Moped steigen und sagen, wow, das ist ja cool, ich traue mich dann relativ schnell dann auch sportlicher zu fahren. Und wir haben es nicht nur einmal erlebt, dass ein Kunde nach wenigen Minuten dann schon hier wirklich sehr, sehr flott auch unterwegs ist. Ich muss mich aber einmal, setz dich mal drauf. Ach, ja, genau. Du musst ja auch mal Probe fahren. Bist du schon mal gefahren eigentlich auf der R18? Nee, bis jetzt noch, nicht. Aber ich gehe davon aus, dass du mich spätestens zum Ende des Interviews einlädst. Ja, selbstverständlich. Sei mich selbst eingeladen. Verdammt, ich hasse solche Gäste, die sich selbst einladen. Aber nein, überhaupt so nicht. Das wäre halt natürlich unser Angebot gewesen. Und ich freue mich sehr, natürlich. Vielleicht an einem bisschen wärmeren Tag, jetzt nicht gerade, wenn es hier 0 Grad hat. Darum sind wir auch so dick angezogen. Ja, aber es ist schön, einfach draußen zu sein. Es macht auch wieder richtig Bock. Jetzt habe ich mich draufgesetzt auf den Bock, mit Bock. Ja. Und lass uns mal über die Technik und das Display auch sprechen. Gerne. Weil Design ist das eine. Ich finde es wahnsinnig schön, die Klassik mit der Modernen. Ja. Aber dieses Display ist ja der Hammer. Ja. Ist es größer als im Auto? Das ist so groß, hängt davon ab, was du für ein Auto gerade fährst. Aber das besprechen wir jetzt hier nicht. Aber es ist ein 10,25 TFT-Display, in der Tat riesengroß. Und da hast du alles, was du brauchst an Anzeigemöglichkeiten. Und das Tolle ist, was mir wahnsinnig gut gefällt und vielen unserer Kunden auch, du hast es kombiniert mit den klassischen 4 Rundinstrumenten. Das heißt, du hast die Klassik, aber du hast auch die Moderne. Und das ist natürlich toll, weil du kannst hier dein Radio steuern. Du kannst dein Smartphone connecten, du kannst in deinen Jethelm, als Cruiserfahrer fährst du mit Jethelm, aber trotzdem vielleicht eine Gegensprechanlage, du kannst dir da deine Musik reinspielen, du kannst telefonieren, du kannst dir dein Navi hier auf das Display anzeigen lassen. Du brauchst also nicht nochmal ein zusätzliches Gerät irgendwie hier und das ist ganz großartig, weil du alles in einem hast und alles wird super easy bedient über unser bekanntes Dreh-Drück-Stellrädchen. Ja. Wahnsinn. Was ist hier? Ist das ein Handy-Ladegerät? Ja, da kannst du drunter aufmachen. Und dann kannst du hier dein Handy reinmachen und laden. Hat natürlich auch eine Kühlfunktion, also hier einen kleinen Ventilator, damit hier nichts passiert. Und dann ist das die ganze Gaudi natürlich sofort hier connected. Mega zu Detail. Den Display. Und hier oben hast du noch mal den Tankdeckel schön versteckt auch. Wahnsinn. Jetzt kann ich ja die R18 auch customizen. Ja, und erste Frage. Das Motorrad, das wir jetzt hier haben, die kommt so vom Werk oder die ist schon verändert? Nein, die ist genauso, wie wir sie bauen und so, wie du sie kaufen kannst, ab Werk. Und da gibt es natürlich auch jede Menge verschiedene Ausstattungen. Aber wie du richtig sagst, Guy, völlig klar, viele unserer Kundinnen und Kunden stehen total auf ein ganz individuelles Bike. Und da kann man jede Menge machen mit Lacken natürlich, was unsere Händler anbieten. Aber auch Zubehöre wie andere Auspuffanlagen, anderen Lenker oder auch mal eine andere Sitzbank, ein Bobber-Kit und. Also gibt es alle möglichen
Möglichkeiten. Und unsere Händler sind da wirklich die Experten, auch ganz individuelle Spezialumbauten wirklich zu machen. Okay, das heißt, das Bauerkit ist dann wirklich so klassisch dann für einen gemacht? Für einen mit so einer Art Fahrradsattel und einem seitlichen Kennzeichenhalter. Da sind natürlich keine Koffer dran und kein Sozius-Sitz. Und dann sieht man hier hinten den ganz dicken, wunderschönen Hinterreifen auch raus und auch diese wunderschöne freiliegende Kardanwelle hier, die man hier sieht zum Beispiel, mega, kann man dann noch viel schöner sehen als jetzt in dieser Version. Aber das ist halt jetzt das Motorrad, was wir gerade neu vorgestellt haben. Darum haben wir gedacht, zeigen wir euch das mal. Ja, also ich bin, ich sehe sie jetzt zum zweiten, dritten, vierten Mal und ich bin immer wieder beeindruckt und finde auch immer wieder neue, wirklich schöne auch Design-Details, die echt beeindruckend sind. Ja. Lass uns zum Abschluss kurz über den Preis sprechen, denn wir wissen, Geld auf dem Konto ist eh nichts mehr wert. Deswegen Negativzinsen. Am besten legt man es an in etwas total Unvernünftiges, nämlich in ein Motorrad und in Spaß und Freude. Absolut. Also hier sehen wir jetzt eben die Bagger-Variante, die fängt so bei 26 ungefähr an und dafür kriegt man dann ein Motorrad so in der Art, wie es jetzt hier steht. Man gibt aber natürlich auch viele Möglichkeiten, da noch den ein oder anderen Euro zusätzlich sinnvoll in Metall anzulegen und auch noch ganz, ganz, ganz viel Freude dabei zu haben und nicht Negativzinsen auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch zu zahlen. Sagen ja, liegt nur rum. Investiert es ins Leben. So das macht Spaß. Aus. Genau. Während wir so rübergehen zu unserem zweiten Moped, wir sind ja in spannenden Zeiten. Oh ja. Und ich glaube, was uns alle eint, ist, wir haben wieder Bock auf Freiheit. Ja. Jetzt ist ja Motorradfahren eigentlich mit das, also außer vielleicht Ponyreiten, ist ja wirklich das große Symbol für Freiheit. Wie ist die Situation für euch in der Branche? Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen Chipmangel gibt es bei euch auch, aber merkt ihr, dass die Leute, ja, die wollen raus, die wollen wieder mehr Motorrad fahren, Wiedereinsteiger, Neulinge? Also wir merken tatsächlich, dass die Freizeitgestaltung eingeschränkt ist, auch jetzt die letzten zwei Jahre. Und darum kann ich auch wirklich mit Freude sagen, dass wir zwei sehr erfolgreiche Jahre auch hatten, trotz Corona. Und jetzt auch in der heutigen Situation, trotz des Mangels an Halbleitern und verschiedenen anderen Themen, können wir zum Glück als deutscher Hersteller, wo wir auch in Berlin unsere Motorräder bauen, weitestgehend sind wir einigermaßen verschont. Wir haben schon ein paar Rückschläge auch gehabt in dieser Zeit und haben auch in diesem Jahr das ein oder andere Produktionsthema, eine Herausforderung, sagen wir es mal so, aber wir tun das Möglichste für unsere Kunden, um wirklich die Fahrzeuge dann auch rechtzeitig zu liefern. Und da freuen wir uns, wenn wir alle Kunden glücklich machen können. Wer nach der R18 noch weitere Euros zum Investieren hat, für den habt ihr für die neue Saison noch was Schönes. Ja, wir haben hier unsere K1600 Modelle in der neuen Aufmachung. Die K1600 in der Form, wie sie jetzt hier steht, ist es die GT in der neuen Motorsportlackierung. Und die K1600 gab es schon, aber neu ist jetzt, dass wir hier auch die Abgasnorm Euro 5 umgestellt haben und damit bei diesem Motorrad jetzt auch noch ein bisschen mehr Leistung und mehr Drehmoment auch noch rausgekitzelt haben, trotz Einhaltung der höheren Umweltvorschriften sozusagen. Okay, gib uns noch ein paar technische Details dazu. Ja, sehr gerne. Also das ist die 1600er, das ist ein Sechszylindermotor. Also wir hatten ja hier jetzt gerade den Boxermotor mit zwei Zylindern und das ist jetzt hier ein Reihenmotor, sechs Zylinder in Reihe, 1,6 Liter Hubraum, also ein bisschen weniger als die 1,8 Liter, die wir jetzt gerade hatten bei der R18, aber ein super seidenweich laufender Reihen-Sechszylindermotor, so wie ihr ihn vielleicht auch aus dem ein oder anderen schönen Auto von unserer Marke kennt. Und hier haben wir dann 160 PS jetzt bei diesem Motorrad und 180 Drehmoment Newtonmeter und damit ein wirklich schönes Tourenmotorrad. Das ist jetzt wirklich ganz klar ausgelegt für die große Tour, fürs Kilometerfressen, auch mal 1000 Kilometer an einem Tag fahren, mal schnell Richtung Italien runter, Rimini oder sowas, kann man mal in einem Tag auch zu zweit mit so einem Bike wunderbar fahren. Wunderbar. Und auch hier wieder das große Display mit dabei? Ganz genau. Dasselbe Prinzip, wie wir gerade bei der 18 gesehen haben. Auch hier das große Display und auch hier die Möglichkeit der kompletten Connectivity mit allem drum und dran, wie ich es gerade schon bei der 18 kurz erklärt hatte. Aber weißt du, was wir ganz toll, also wirklich was ein ganz tolles Feature, ich muss mal auf die andere Seite rübergehen. Ja. Hier, das hier, hast du schon mal gesehen, diesen SOS-Knopf? Ich habe es auf der R18 gesehen. Okay. Ich kann es mir denken, was es ist. Und kann man das aufklappen oder geht dann gleich was los? Aufklappen, einfach mal von unten nach oben aufklappen. Jawohl.
Und dann gibt es hier einen Notknopf. Also wenn dir irgendwas passiert, klappst du das auf. Das Motorrad hat eine eingebaute SIM-Karte. Und dann drückst du auf den SOS-Knopf und dann kommt Hilfe. Mhm. Und das Tolle ist, beim Motorrad, man muss gar nicht aufklappen, wenn das Motorrad merkt, aufgrund der verschiedenen Sensoren, dass du gestürzt bist. Und das Motorrad merkt, ob du nur umfällst oder ob du stürzt, weil es weiß, wie schnell du gefahren bist. Wenn du mit 80 auf einmal nicht mehr gerade fährst, sondern so da liegst kurz danach und sich das Motorrad vielleicht noch überschlagen hat, dann wird automatisch der SOS-Knopf ausgelöst. Was passiert dann? Unsere Notrufstelle in München wird alarmiert und redet mit dir über die Bordelektronik des Fahrzeugs. Die sagt dann, hallo Guy, geht's dir gut? Ist dir was passiert? Können wir dir helfen? Und wenn du sagst, oh, mir ist das Motorrad nur umgefallen, alles gut, passt, dann ist es gut. Wenn du sagst, geht so, dann schicken die dir das kleine Kommando. Und wenn du nichts sagst, dann kommt das große. Wahnsinn. Ja, also da ist wirklich Sicherheit, Safety first. Und da haben wir schon mit unserem Team, und da sind wir stolz drauf und glücklich, schon viele Leute vor Schlimmerem bewahren können, indem eben ganz, ganz schnell Hilfe da war. Wow, die Biker-Community, auch digital, immer verfügbar bei BMW. Das ist, so ist ein Im mega Auto Feature. Nichts Neues, aber auf dem Motorrad doch seit ein paar Jahren jetzt eine Innovation von BMW. Und in der Hoffnung, dass wir es nie gebrauchen. Oh ja, das hoffen wir alle. Das wünschen wir uns alle. Hier gibt es auch verschiedene Modellvarianten. Es gibt noch eine GTL, hat auch L-Bus. Das große Topcase hinten mega, drauf. Auch super schön. Ja. Da kann dann der Sozius oder die Sozia hinten wirklich ganz bequem mitfahren. Genau. Was sind denn so deine persönlichen Tourentipps für beide Motorräder? Oder sagst, okay, also mein persönlicher Tipp ist, ich würde hier mit der GT Würde ich Richtung Italien runterfahren, ganz in den Süden, schön entspannt über schöne Landstraßen, aber auch mal, wenn es sein muss, ein Stück Autobahn, da ist das perfekte Motorrad. Wirklich auch mal Kilometer fressen, auch mal länger wirklich fahren, auch zu zweit mit großem Gepäck. Und ich würde persönlich mit der 18 dann eher gemütlicher cruisen und nicht 800 Kilometer am Tag fahren, sondern 200-300 genießen. Mhm. Genießen und hier reisen. Das ist das große Reisemotorrad. Wahnsinn. Und was kostet das große Reisemotorrad? Das große Reisemotorrad in der Version, wie wir es jetzt hier sehen, fängt ungefähr bei 26.000 an. Mhm. Aber auch hier nicht ganz so extrem wie bei der R18. Aber auch hier kann man natürlich das ein oder andere noch in Extras investieren. Wunderbar. Mike, habe ich irgendwas vergessen? Du wolltest jetzt mit mir noch über die R18 Probefahrt reden, die du jetzt gleich machst. Ich hoffe, du hast dicke Handschuhe dabei. Sehr dicke. Ich brauche gar nicht so dicke, denn meine Hände sind abgefroren. Aber es passt. Nein, es ist wirklich, wie gesagt, wo können denn die BMW, die Rockantenne, die Ride Online-Fans sich mal informieren auf eurer Website, bei euren Händlern? Kann man mal Probe fahren? Alles, genau das. Das war doch mein Redepartner. Ach so, verdammt. Nein, natürlich, liebe Rockantenne-Hörerinnen und Hörer, informiert euch gerne. Unsere Händler, wir haben 140 Händler in Deutschland, die freuen sich riesig auf euren Besuch. Kommt vorbei, schaut euch unsere Motorräder an, guckt auf unserer Website bmwmotorrad.de oder folgt auch sehr, sehr gerne unseren Social-Media-Kanälen Insta und Facebook etc. Und kommt vorbei, fahrt die Motorräderprobe, redet mit uns. Wir freuen uns riesig auf euch und euren Besuch. Und in dem Sinne, make life a ride, sagen wir bei BMW Motorrad. So ist es. Und ihr bleibt hier auf der Website. Und natürlich haben wir auch alle Links von BMW Motorrad. Sie sind entweder hier, 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 hier oder hier. Ich weiß es gerade genau nicht. Bye, bye. Wir sehen uns auf der Piste. Mike, danke dir. Ciao, vielen Dank, lieber Guy. Rockantenne Ride Online, das Online-Biker-Community-Event. Jetzt im Netz auf rideonline.de.